Media. Hallo, liebe Leute. Endlich mal wieder Borderlands. Geil. Geil, Alter, geil, Alter, geil. Mal gucken, ich habe schon Monate nicht gespielt oder so zwei ungefähr. Aber ich wollte jetzt ja noch die Add-ons hier durchziehen. Es ist ja jetzt gerade noch dieses, wie heißt es denn? Mr. Pink. Highlands Outwash. Ist das überhaupt richtig? Nee. Wir müssen doch hier, Ach nee, da müssen wir doch auf normal. Weil das ist jetzt hier wieder die normale Story im... Ja, ja, alles klar. Okay, 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 okay. Weil ich ja will ja die Add-ons spielen. Hier sollte das jetzt mit drin stehen, oder? Hä? Auch nicht? Doch, Badass Crater of Badassitude. Aber ich glaube, das habe ich doch auch auf. Bin ich jetzt vollkommen blöd? Quatsch. Mach! Ah ja, hier doch. Arena, Einbruch, Diebstahl, genau. Klau einen Talk-Fort-Schlüssel. Kehre zur Arena zurück und klau den Schlüssel. Nur ein Mann steht zwischen dir und Pisten. Ein jugendlicher Gladiator namens Flyboy. Moxie hatte gesagt, dass er sich in der Talk-Forge versteckt. Das will ich machen. Zum Badass Crater of Badassitude. Wir sind ja hier diese. Wie heißt dieses Addon nochmal? Mit diesem Arena-Kram. So, das ist gleich da vorne. Ach, das ist so ein. Da muss ich hin, genau. Das sind wieder die Nebenmissionen, genau, die Frage, die Ausrufezeichen. So, mal gucken. Oben war die Sniper, links war. Ich glaube, rechts war dann die Shotgun, ne? Oder ne, ich hab. Ach ne, ich hab jetzt hier Feuer, Gift. Und unten war der Raketenwerfer, genau. Aber wir haben keine Munition. Okay. Ich kann mir das zurechtfinden. Ich hab das ewig nicht gespielt, Leute. Mein Neffe spielt gerade wieder an der PlayStation 3 Borderlands 1 und meinte, dass Badass. Das Borderlands 1 rockt die Hütte fett. Findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Du bist mein millionste Level, mein Freund. Beziehungsweise, dass Borderlands 1 besser ist. Es ist auch sehr, sehr gut. Ich müsste es auch erst wieder spielen, um das zu beantworten. Oder auch eine Meinung zu haben. Weil ich glaube, Borderlands 2 ist auch schon nicht so viel schlechter, oder? So. Ist halt auf jeden Fall viel, viel größer. Es gibt viel mehr Zeug. Ist Toys genauso abgefuckt und alles? Aber was ist besser, Teil 1, Teil 2? Ja, wir holen erstmal eine Karo. Hi, die Tüni! Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride! Da war der Torbus, genau. Merdo! Auf doch! Schwarzen Brett kann man Missionen annehmen. Machen wir aber erstmal nicht. Machen erstmal Story-Missionen. Hey! Schießen die auf mich. Geh da durch! Wie viel Kohle habe ich eigentlich? $1000? Ach ja, ich habe ja letztens alles am Automaten verballert, ne? Ja.
Stimmt, ich hatte ja meine gesamten Kohlen in den Automaten gesteckt, weil ich irgendwas wollte ich doch haben. Da kann ich nicht so rumballern. So, jetzt glaube ich, soll ich es fighten in der Arena gegen Pisten, ne? Oder gegen diesen Typen da. Ist doch scheißegal, ob da abreißen. Nur damit du es weißt, du Pfeife. Ich habe die Forge abgeriegelt. Aber nicht, weil ich Angst vor dir hätte. Ich könnte deinen Schädel mit einer Körperzuckung zum Platzen bringen. Sondern um dir die Schmach zu ersparen, die Flyboy zu verlieren. Ja, das ist ja der Pisten, der Oberboss, der uns da ja verarscht hat. Klau den Schlüssel oder oben. Ich muss, denke ich mal, jetzt mal. Aber wenn ich hier bin, dann kann ich ja gleich nochmal hier. Da waren ja noch so Zeug, was ich. Abhauen! Abhauen, hab ich gesagt! Ich ergebe ich hier meinen MG, Alter. Geil, geht schon gut. Ich auch. Hahaha, geht's wieder gut los? Ich bin schon wieder voll drin, das ist geil! Feuer mal scheiße gegen die. Aber geht auch, halbwegs. Schon mit der Granate explodiert, na toll. Ah, hier die Fässer habe ich da. Herausforderungsfass! Was ist das? Der Kammerjäger bricht in die Talk Security ein. Ein Renegat! Ein abtrünniger Mob, der sich an keine Regel hält, bis der Polizeichef ihm einen sprechenden Roboterhund als Partner zur Seite stellt, der ihm hilft, das Verbrechersyndikat zu finden, das seine Familie ausgelöscht hat und ihn dabei die ganze Zeit über etwas über das Leben lehrt. Immer Donnerstag um 9. Er erzählt auch den ganzen Tag nur Quatsch, der Typ. Merdo! Oh, was ist jetzt los? Falle ich denn hier in ein Loch rein? Oh! Fünftausend Schaden, alter Schwede! 5000 und... Boah, die ist ja krass, aber es ist eine Pistole. Klar, dass sie wieder einen Nachteil hat. Aber wenn die es trifft, Alter, dann kracht es bestimmt gewaltig. Geil, Alter, geil, neue Kanone, gleich total geil, hier wieder geil. Ja, komm her, doch, bom, bom, ja. Ach, bin ich mit dem gar nichts, Junge, du bist gleich Schrott.
neutral den hohen Giftschaden. Geil. Nein, nein. So, ich soll irgendwie in die Mitte gehen. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Bandit, Junge! Oder ist ein Bandit? Einheit geslackt, Alter. Will in die Arena rein, das Arschloch abreißen. Mehr noch. Ja, nach diesem Add-on gibt es schon das Neue. Das gibt das heißt, Leute, das ist ja eigentlich schon alt. Mein Neffe hat das schon durch. Mit alles, der Spieler spielt Borderlands 1. Das ist dann von Sir Hammerlock, so eine Jagd-Geschichte. Alles kein Problem hier. Du bist bei der Security Box. Öffne sie und schnapp dir die Schlüssel zur Forge. Hier kommt ein Eierknacker. Bitte Waffen stellen. Kracher dir! Ich hab Reparatur benötigt, du brauchst Urlaub, Junge! Ein Detonator Heinz. Geht endlich schon! Schlüssel klauen, komm her! Sehr gut, du kannst jetzt in die Forge rein, Flyboy erledigen und somit Badass Nummer 2 auf der Tabelle werden. Yeah! Dich in der Arena. Hä? I don't come wieder raus again hier. Ich steck fest. Dadurch. Ja. So, rennen in der Arena und den Arschloch abreißen. Oh, so da. Neues Schild. Alles gut.
die kommt dann auf jeden Fall weg. Die Pistole ist zwar... Ich würde die... Was hab ich jetzt gedrückt? Achso, ich hab das. So. Die ist zwar auch supi, aber die Pistole ist irgendwie cooler. Die schießt zwar ein bisschen schneller, aber ist egal. So, eine Panzersniper. Hier eine Feuerdings. Die Pistole kann weg, das kann weg. Nochmal eine Feuersniper. 7000, 6000, 4000. Ja, die ist aber halt. Ja, behalten wir erstmal so. Hier der Werfer mit. Der kann auch weg. Schild-SMG. Ja, ist zu schlapp. Kann auch weg. Kann weg. Kann weg. Granatenmod. Was hat der? 8000 mal 6, 73 Brandschaden. Ah, die ist gar nicht schlecht. Da habe ich dann halt wieder Feuerschaden mit drauf. Ich glaube, den nehme ich mal. Etwas weniger Schaden, aber dafür halt auch Gesundheit und... Oh, der ist also mit noch mehr Schaden. Aber wieder... ja, nee. Nee, der hat nicht so hohe. So, was war das hier? Ich will schon was verkaufen. Danke, dass ihr euch wieder. So, jetzt geht's los. Jetzt wird Flyboy abgerissen, das heißt, er fliegt. Hier spricht Flyboy. Ja, dein Maul. Ist er dieses Opfer von Kammerjäger. Ich bin die Zukunft. Ihr Kammerjäger seid reif für die Abfuckprämie. Ich bin der neue Hitboy. Hör zu, du Warnduscher. Ich tritt dich so dermaßen in deine Is, dass du mich anflehen wirst, dich auszuknipsen. Was meint ihr, Fans? Kann sich der Kammerjäger mit seiner Erfahrung gegen die Jugend und die schwachen Sprüche von Flyboy durchsetzen? Ich bin mir fast sicher, aber ich tue so, als wäre ich nicht, um die Spannung zu steigern. Flyboy ist ein Draufgänger-Typ. Er ist gerade mal 16 und hält sich deshalb natürlich für unbesiegbar. Du wirst ihm das Gegenteil beweisen, Sugar. Verständlich, 16-Jährigen verprügeln. Das mach ich doch mit links, mach ich doch ständig. Das ist doch nichts Neues für mich. Ah, ist das schön, mal wieder in Borderlands unterwegs zu sein. Oh, Laden. Gehen wir zu Fuß. Ich schlitz dich auf, Junge. Geh erstmal baden. Du stinkst. Ah, muss doch mal eine Karre. Ah, das ist ja gut wieder. Moxies. Partybude, da habe ich meine ganzen Kohlen verbrannt. 500.000 oder was ich hatte. Yeah. Ah, da kommt ich lang. Abhauen, du stinkst doch auf wie dein Nachbar da. Fahr dich einfach hier. Yeah.
So, jetzt gibt es erstmal hier so einen Talk-Automat. Wie viele Münzen haben wir mittlerweile eigentlich? 39. Tschüss. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. Möge es viel Glück. So, auf geht's. Fliegt bestimmt rum, da Flyboy, ne? Ja, aber 16 Jahre alt, komm, kann doch nichts. Ja, ey, komm her doch! Schön. Zu Ollen am Wochenende auf. Komm her, schön den Mund auf und dann rein. Ausgesucht. So, hier gibt es auch wieder ein Missionchen. Einbruchgier. Achso, ja, das ist ja hier der Bift. Gut, du hast es bis in die Forge geschafft, aber versuch mal in mein Quartier zu kommen, du Lusche. In mein Bau kommt keiner rein. Kannst du voll knicken? Flyboy denkt, er sei gut geschützt, aber ich habe drei Zugänge zu seinem Schlupfwinkel gefunden. Geh zur Battle-Liste und baller dich durch einen der Zugangspunkte. Dann kriegst du deinen Kampf mit Flyboy. Der arme Kerl ahnt nicht, was ihm blüht. Er tut mir fast leid. Fast. Problem, liebe Moxie. Wenn wir nachher ein bisschen bumsen, dann geht alles klar. Schalte Zugangspunkte 1 ein. Security Boys putzen dich von der Platte. Du kommst hier nicht rein und wenn du Scheiße schreibst. Also in der Tat ist ganz vom Level. Ei. Aber das gibt jetzt wieder ein bisschen XP jetzt hier. Nein, keine Abfackelung hier. Kanone, Pistole, die haut auch ganz gut einen weg, Junge. Hey, was sagt man dazu? Ja, krieg ich mal wieder ein paar Badass-Punkte. 2. Ja. Möglichkeit. Perfekt. Schade. Klo für mich hier, schade.
haben. Bei Verständigung fliegt man dann weg in den Bonus-Level. Feuert, Junge! Genau richtig erkackt! Schön abfackeln, du Schwein! Und der Rang 1 auf dieser Superliste wert oder nicht? Lange gehalten. Hier dran. Ja, so eine Anti-Schildwaffe wäre jetzt nochmal ganz cool eigentlich, aber ist doch egal, die machen halt mit Feuer. Euch.
ey, stopp! Roboter gebaut. Oh, mein Detonator, hol mich schnell weg hier! Weiter hier! Das sieht mich gar nicht. Ja, ja, hab schon von diesem Flyboy gehört. Totaler Noob. Halt dich an die Basics, die ich dir beigebracht habe. Dann kann nichts schief gehen. Was für Basics denn? Tonnenweise Cookies fressen? Halt die Klappe, Moxie! Du kapierst meine Methode nicht! Ich nehm's zurück, Süße. Du weißt, ich liebe dich. Verzeihst du mir? Tja, klar, wenn du meinst. Totaler Noob. Hyperion empfiehlt, mehrmals tief durchzuatmen, bevor sie ihrem Mörder Rache schicken. Unsere Kiste im Blatt, da könnte man Blatt irgendwie so halten. Hier ist noch nichts, kein Problem. Regner, Regner hier, abhauen. Oh, Werner Kotze, geh weg! Was ich noch nicht benutzen kann. Den Kugelhagel um ein Abprallen des Projektils herum. Flyboy, komm her, du alte Sau. Leider nix. Komm, jetzt gehen wir da hinten an den Punkt 3 an. Hey, was ist das für einer? Flug Johnny. Ah!
Ah, wir rennen einfach rein, machen das Ding an und hauen wieder ab hier. Komm, sneak, sneaky, sneaky. Mit Burrow Rouges. Scheiße. Oh, ach, da drin. Das zu erforschen, hier sind auch noch ein paar ganz gute Kisten. Aber das ist doch mit recht starken Gegnern. Benetzt. Rennt einfach vorbei. So rum. Willkommen zu Torquark. Hier spielen wir Metall. Wofür spielen wir Metall? Für Waffen. Panzerung. Arena. Roboter. Rohrleitungen. Automaten. Kinderspielzeug. Prüfungsserialien. Pop-Up-Hüter. Metalldetektoren, die Tarnsolos und vieles mehr! Flyboy ist so arrogant, dass er denkt, seine Top-Armee wird ihn beschützen. Aber sobald du die ausgelöscht hast, wird er merken, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Icarus-Symbolik. Wenn du Flyboys Männer killst und seine Spielsachen klaust, lädt er dich in seinen Unterschlupf ein, damit er dich umlegen kann. Ach, die Torheit der Jugend! So, vernichtet die Begleiterkopter. Sammle Flyboys Klunker. Ich habe jetzt halt keine schnellschießenden Nerven. Ne? Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Du bist mein millionster Kunde. Das bis bald, mein Freund. Wenn du woanders reinkommst. Wieder mit rumballern, das kostet ja wieder 10.000. Belastet dich dein vieles Geld? Wie viel kosten die? 21.000. Wundervoll, also. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Scheiß. Scheiß Noobs. Oh,
gar nicht so schwer. Ich erst dachte, dass es ist. Macht überhaupt nichts. Holen. Wo seid ihr? Da. Abstürzen, abstürzen, abstürzen! Gescheitert. Verstehe ich jetzt aber nicht. Flyboy ist so arrogant, dass er denkt, seine Ach, nur 5 Minuten wird ihn beschützen. Aber sobald du die ausgelöscht hast, wird er merken, dass Hochmut vor dem Fall. Eine Minute pro Kopter. Hab ich gerafft, das ist doch Zeit. Das zerstört die Außenhülle. Ja, das schaffe ich sowieso. Nicht die richtige Waffe. Muss ich leider. Ah, das hat noch ein paar Missionen, die ich da machen könnte. Ja, und überleben wir jetzt einfach nur die Zeit hier und dann. Hauen die ja ab. Was habe ich denn noch für einen Werfer? Effektiv gegen Fleisch. Lass den mal testen. Ich brauche halt was, so einen Säurewerfer bräuchte ich halt noch. Oder mehr Zeit.
Ja, warten wir jetzt noch kurz da die 3 Meter ab. Ich stelle mich hier in die Ecke. La 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 la. Ich glaube, ich habe gerade rausgetappt. Gerade rausgetappt, aus Versehen ist. Schon ausgegangen. Ja, wieder, wir schaffen das nicht. Ich schaff das nicht. Ich hab nicht die richtigen Waffen dafür. Die sind halt zu viel aus. Ich hatte, glaube ich, 4 hatte ich ja, glaube ich, schon. Also einer hätte noch gefehlt. Aber egal. Oder muss man das schaffen? Voll fies, Mann. Voll die Scheißmission. Die gefällt mir nicht. Scheiße. Mit hoher Kadenz, aber das wird dann wieder immer. Hey, wer von euch Spackos hat mein Dienst zum ersten Idee gebracht? Ich sollte euch schon für die bloße Idee plätten. Lange Minute jetzt hier. Nothing. Except this lid. Aber wie es mir scheint, muss man das wohl packen. Weil hier gibt es ja keine... Ja. Flyboy sieht offenbar keinen Grund, gegen dich zu kämpfen. Er hält sich für unbesiegbar und möchte lieber Pisten erledigen als einen Scheinkämpfer, wie dich Mr. Talk hat vorgeschlagen, dass du Flyboy. Ja, ich muss das machen. Oh, da habe ich jetzt aber keinen Bock. Ganz ehrlich. Da muss ich erst andere Waffen für haben. Ja, schade. Ich habe gedacht, ich mache doch schnell den nächsten Platz hier, aber hat nicht funktioniert. Trotzdem wieder geil. Ich werde das aber dann in den nächsten Tagen jetzt in Angriff nehmen. Ich will das jetzt ja auch noch abschließen hier, das Borderlands. Ansonsten, wenn es euch hier auch wieder gefallen hat, naja, schön in die Kommentare mal reinhauen. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie ich die da ablatzen kann, wo ich eine gute Waffe herkriege. Ich weiß, ich brauche was Schnellschießendes mit Säure, weil die sind ja gepanzert, die Dinger. Mit der Pistole würde es gehen, wenn ich mehr Zeit habe. Einen Werfer habe ich nicht, eine Sniper, die war zu schwach, haben wir gesehen. Also Leute, was soll ich tun? Sagt's mir. Ansonsten sage ich erstmal Adieu, ich spiele eine Runde Tomb Raider oder Hotz weiter. Mal schauen, bis gleich, bis später oder irgendwann.